Hallo, seit lange, 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 langer Zeit bin ich auch mal wieder mit einem Video da. Ich war nämlich bei Action und ich habe geshoppt, nicht nur Bastelsachen, ich habe so allgemein und dachte, ach, ich teile das mal wieder mit meinen Leutchen, weil ich jetzt schon lange nichts mehr hochgeladen habe, was nicht heißt, dass ich nichts mache. Ich werde mal am Ende zeigen, wo ich jetzt gerade dran bin. Aber es ist einfach so, seit wir die neue Wohnung haben, ich bin nur noch on Tour mit Freundinnen, viel arbeiten, genieße die Zeit, komm runter, beschäftige mich mit meiner Mauzel. Dann bin ich ganz oft bei meinen Großellis und ja, und somit vergeht die Zeit. Und wenn man frei hat, dann sitzt man halt auch nicht nur zu Hause, sondern macht irgendwas, ne? Und ja, da ist Basteln ein bisschen kurz gekommen in letzter Zeit. Aber was nicht heißt, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und zu zweiten ist natürlich das Riesenproblem mit meinem Handy, dass immer wieder Speicherkapazitäten. Ich meine, wer das letzte Video gesehen hat mit der Tauschpost, der wird wissen, von was ich gesprochen habe. Es war so ärgerlich. Ich habe einfach mal einen kompletten Tag gehangen, habe immer wieder abgedreht, es ist immer wieder abgebrochen, bis ich irgendwann nicht mehr konnte. Ich habe geheult. Und wenn ich mir so vorstelle, ich bastel eine Figur, ich kann das Fimo nicht jedes Mal auseinanderruppen und ich kann auch nicht jedes Mal ein neues Fimo benutzen, damit ich das immer wieder und immer wieder machen kann. Und somit habe ich dann irgendwann die Schnute voll gehabt und habe gesagt, nee, jetzt machst du erstmal nichts mehr. Jetzt wartest du ab und ja, ich werde jetzt gucken, dass ich mir irgendwo mal eine Kamera her hole, mal ganz günstig, dass ich nicht immer mit dem Handy filmen muss, wo dann natürlich auch wieder Updates gemacht werden von der Software und dann war wieder alles weg. Ach, hört auf. Und da hat man einfach keine Lust und da habe ich gesagt, so, bei mir jetzt erstmal nicht mehr. Ich war bockig, ich war sauer, ich war gnatzig, ich hatte keinen Spaß mehr dran und deswegen habe ich es erstmal beiseite gelegt. Was jetzt, wie gesagt, nicht heißt, dass ich es komplett aufgeben möchte. Heute habe ich gedacht, ich teile mal mit euch, was ich mir geleistet habe. Habe ich einmal hier diese wunderschöne Kuscheldecke, weil wir haben jetzt eine Decke auf unser Bett gehabt. Die habe ich zusammengerollt. Die ist jetzt im Moment vorm Balkon, so ein bisschen als Windschutz. Und da brauche ich jetzt eine neue. Und bei Action hatten sie 2 Meter mal 2 Meter Preise. Ich muss mal gucken, ob ich den Kassenbon hier finde. Ja, dann schreibe ich euch die Preise wieder hin. Die erscheinen dann hier irgendwo. Ich mache die irgendwo im Bild. Ja, also wie gesagt, Kuscheldecke einmal fürs Bett, so ein Bettaufleger. Also so eine Bettauflegerdecke. Dann haben wir einen Sandwich-Toast geholt. Also so einen Sandwich-Maker. Nicht Sandwich-Toast, Sandwich-Maker. Ja, und zwar bin ich und mein Freund da total süchtig drauf. Wir lieben das. Und ja, da haben wir uns jetzt den hier gegönnt. Dann habe ich mir auch Naschi gegönnt. Und zwar einmal wieder hier dieses Diamond Milka. Ich nehme das immer mit, weil es da einfach mal so gut wie nichts kostet. Im Gegensatz zum Lani. Lani habe ich die auch, glaube ich, noch nie gesehen. Ich sehe die immer nur bei Action. Ja, die schmecken mir sowas von lecker, weil ich Diamond liebe und Schokolade und Milka sowieso. Ja, duften die mit. Dann einmal Nüsse, weil ich immer Sodbrennen habe. Und meine Tante hatte gesagt, dann ess doch mal einfach, wenn du Sodbrennen hast, 5 Nüsse. Ganz unbehandelte Nüsse, ganz einfache Nüsse, die lagen da auch rum. Habe ich mir da mitgenommen. Dann habe ich diese wunderschönen LED-Candles gekriegt. Die sind so schön. Die sind in weiß, also auch in so Kerzenwachs, aber in weiß mit einer Fernbedienung. Ich kann sie ja mal auspacken und dann können wir uns sie mal angucken. Ja, also ich hätte sie euch gern vorgeführt, aber da müssen so kleine Batterien rein, also dreimal A, die ganz, also es sind die kleineren, ich habe jetzt bloß die großen. Und ja, also kann ich sie euch nicht vorführen, weil die muss ich morgen erst kaufen, die Batterien. Aber die sind richtig schön, also die sind aus richtigem Wachs und dann sehen die so richtig kristallisiert aus. Also wunder, wunder, wunderschön. Die stelle ich mal beiseite und ja, die haben dann halt auch Fernbedienung mit an-aus und dann kann man hier die Zeiten einstellen und die Farben, in die sie dann ja, leuchten sollen. Richtig cool.
Dann habe ich mir gekauft, und zwar habe ich das ja auch schon bei ganz vielen gesehen, dieses Reflektionspad oder dieses Reflektionsdingsi, wo man denn das Bild abmalen kann. Und das finde ich richtig cool, weil dann kann ich mir Figuren raussuchen, kann die quasi abmalen und kann daraus dann Broschen machen, indem ich das dann aufs Fimo lege und dann halt, ne, 3D-mäßig dann hocharbeite. Und deswegen fand ich das richtig cool, das einmal fürs Tablet und einmal fürs Handy. Richtig cool. Also da freue ich mich schon drauf, mitzuarbeiten. Dann habe ich die Sticker hier mitgenommen. Die habe ich auch schon gesehen gehabt. Das waren die, die mir am meisten gefallen haben. Ich gehe mal jetzt hier einmal so durch. Ich finde den Igel hier auch so mega süß mit der Brille. Also so richtig schöne Herbststicker sind es. Und auf der Seite ist ja auch mal mega niedlich. Schirm und so, da kann man so richtig schöne Herbstkarten draus machen. Oder auch fürs Bullet Journal oder für mein Haushaltsbuch und so, dass man da sowas einklebt. Also ich liebe sowas, ja. Dann habe ich mir ganz viele Standsachen gekauft. Ganz viele, sondern nur zwei. Und zwar einmal hier wegen Happy Birthday und so, finde ich voll cool. Und da kann man dann halt das hier ausstanzen, ne? Und als 3D sozusagen dann aufkleben. Ich habe ganz oft Luftballons gesucht. Und der hat so eine schöne Größe, den habe ich mir dann mitgenommen. Und ja, hier kann man dann die Blume ausstanzen zum Beispiel, um 3D-Optik zu machen, um das dann so vielleicht hier auch so raufzukleben. Habe ich mir die noch mitgenommen, weil ich die so schön finde, auch wenn man die ausmalt, denke ich mir. Dann habe ich mir ein Punchboard mitgenommen. Da kann man ja diese Umschläge mitmachen. Also einmal Briefumschläge mitmachen oder so kleine Schachteln mitmachen. Und ja, das bietet sich jetzt richtig cool an. Natürlich für... ach, der hat auch Ecken runter. Ach, das ist ja cool. Ja, ich muss mir das erstmal richtig durchlesen, wie man das macht. Weil ich hier und so Papier habe ja nicht so viel Ahnung von. Aber ich denke mal, ich werde das natürlich schon hinbekommen. Also da... mache ich mir jetzt keinen Kopf. Das kriegt man schon hin. Ja. Achso, Embossing. Ah, okay. Gut, also richtig cool. Dass ich kann es ja auch mal auspacken. Wartet. So, da haben wir einmal das Punching Board. Dann hat man hier das Falzbein mit bei. Und dann hier einmal, der ist mit Eckenabrunder. Also einmal große Ecken und einmal kleine Ecken zum Abrunden. Und hier ist jetzt noch eine Bedienungsanleitung drauf, wie man was basteln kann. Mit den Schritten, genau. Dann die ganzen Maße drauf. Glitzerbox, genau. Und da hoffe ich, dass meine Freundin mir einmal zeigt, wie was und wo mitgemacht wird. Ja, also richtig cool. Bei Boxen, ich finde das jetzt gerade cool zum... sagt schnell, zum Adventskalender basteln, ne? Vielleicht mache ich noch mal einen mit irgendjemandem, ich weiß noch nicht. Und dann habe ich mir ganz viel Herbstdeko geholt, weil ihr werdet gleich sehen, warum. Dann habe ich natürlich noch einmal Spielzeug für meinen Mucki geholt. Das ist mit einer Bommel dran und einem Fisch. Katzenspiel, Angel. Die habe ich mir mitgenommen. Dann habe ich mir richtig niedliche Söckchen mitgenommen. Also hier sind die drei Sockenarten drauf, die es gibt oder die da drauf sind. Das ist dann hier einmal mit so einem Fuchs. Dann hier so ein auch Fuchs oder Pinguin oder was das ist. Oder nee, ist kein Pinguin, ist ein Fuchs. Und dann einmal hier diese normalen mit Herzchen. So eine etwas längeren Söckchen. Ja, dann habe ich mir einmal hier die Unterlegscheiben, hier diese Holzscheiben mitgenommen, wieder fürs Verbasteln. Ja, und das ist so die Herbstdeko, die ich mitgenommen habe. Und wenn Weihnachtszeit ist, dann diese irisierenden Kügelchen. Also hier jetzt so eine Streudeko zum Reinmachen von Grenzen. Aber ich finde die ganz cool zum Verbasteln mit meinen Fimo-Figuren. Ja, und zwar, was ich im Moment so gerade am Basteln bin. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr davon ein Video sehen wollt, dann versuche ich es mal. Ich weiß es aber nicht, ob es klappt, wie gesagt. Bin ich gerade dabei, diese kleinen Wichtel zu machen. Ihr kennt ja alle meine Wichtel, die ich ja jahrelang gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, ach, mach doch mal was Neues.
Und da sind jetzt diese rausgekommen. Und zwar die ohne Gesicht, wo nur die Nase rausguckt und die Zipfelmütze bis oben ist. Und da habe ich jetzt in weiß dann ein paar Blüten rangemacht. Ja, sein Pullover ist auch weiß, Bart ist auch weiß, aber sein Pullover ist glitzerweiß und die Handschuhe mit Ärmelchen. Und ja, an diese Kerle sitze ich gerade. Ich habe jetzt heute mal geschaut nach Leinenstoff, weil das natürlich cool wäre, wenn ich vorher die Mütze dann mit Leinen, dass es halt auch richtig aussieht wie, sagt schnell, als wenn es so Stoff ist. Das habe ich nämlich bei Pinterest gefunden und da werde ich mal gucken, ob ich irgendwie Leinenstoff rankriege. Und da habe ich mir jetzt, das waren mal diese Schlitten, die ich hatte. Und da habe ich mir die so als Podest, da kommt der dann rauf mit so ein bisschen Deko dran und ein kleines Teelicht. Und ja, dann werde ich hier noch so einen Teelichthalter basteln und dann kann der hier so stehen. Und man hat eine richtig niedlich süße Weihnachtsdeko. Das sind so die Wichtel, in die ich mich gerade so verliebt habe und an die ich jetzt gerade so hänge. Ich habe mir jetzt Fimo bestellt und so. Und da werde ich natürlich auch ein Video zu machen, wenn ich das bekomme. Ja, das war es auch schon. War gar nicht viel, war gar nicht lange. Aber ich wollte es einfach mit euch teilen, damit ich mich mal wieder melde und sage, hallo, ich bin noch da. Ja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Vielleicht hat der ein oder andere noch was entdeckt, was jetzt nicht immer so gezeigt wurde und wo er sagt, ah, das ist cool, das gibt es da, dann muss ich los. Weil ich lasse mich ja auch immer anfixen mit meinem Action. Also ich gucke immer Action-Hauls und dann denke ich mir, oh ja, und oh, oh. Das war hier mit den drei Sachen genauso. Also wie gesagt, die Stanzmaschine habe ich mir auch gekauft. Die habe ich wirklich noch bekommen. Und der hatte jetzt noch im Action noch richtig viele Stanzmaschinen. Und der hatte auch diese niedlichen Kraftblöcke. Die habe ich aber nicht reingehalten in der Kamera, weil die habt ihr ja nun alle schon nonstop gesehen. Und dann dachte ich mir, ich muss es jetzt auch nicht noch zeigen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, auch einmal diese niedlichen Blöcke bekommen, wo ja alle drauf scharf waren und dann natürlich auch die Stanzmaschine. Und habe auch geguckt, ob neue Paperblöcke sind, sind aber genau die gleichen wie vorher auch. Oder zumindest hat mich jetzt auch nichts mehr angesprochen. Aber wie gesagt, die Stanzteile finde ich schön. Und jetzt kann ich auch endlich prägen und stanzen. Ich werde bei Ideen mit Herz nochmal vorbeischnuppern. Und werde da wahrscheinlich noch ein paar Stanzen mir leisten. Und ja, das waren so die drei Sachen. Also das hier war so die Prägemaschine natürlich. Die, wo ich ja echt traurig war, dass ich die nicht mehr gekriegt habe. Ich bin ja hier umhergeackert wie eine Verrückte. Und wo dann die Werbung raus war, habe ich sie dann da liegen sehen, habe sie dann da mitgenommen für den richtigen Preis. Aber ich denke mir mal so, okay, 10 Euro mehr oder weniger, ob ich habe sie, man kann bei 40 Euro nicht meckern. Vor allem, was da noch alles mit drin ist und so. Also vollkommen gut. Ja, also das wollte ich unbedingt haben, weil wie gesagt, das finde ich cool. Gerade wenn ich jetzt so Broschen bearbeiten möchte mit Fimo, ich muss mir einfach nur mein Tablet hinlegen, die Scheibe, dann macht er mir es auf dem Blatt. Ich zeichne mir das nach, kann zum Beispiel auch, was höher ist und was nicht so hoch ist und kann mir das dann immer wieder ausschneiden, rauflegen und kann damit dann sozusagen abpauschen auf dem Fimo. Das wollte ich mal ausprobieren. Ja, und wie gesagt, die fand ich total schön, auch so für, ich habe ja jetzt noch ein Bullet Journal, was ich auch noch nicht angefangen habe, weil ich einfach im Moment nicht die Muse dazu habe, aber wenn sonntags mal mir nicht nach Fimo ist, dann würde ich mich mal jetzt an meinem Bullet Journal setzen, dann werde ich da immer so ein paar schöne Seiten machen, ja, das habe ich mir so vorgenommen und da passen die natürlich richtig toll. Also da kannst du dann so schön mit dekorieren mit den Stickern und die kleben nicht lange. Also die muss man wirklich ganz schnell verarbeiten, weil die kleben gar nicht lange, leider. Oder man muss extra Kleber drauf machen und die dann festkleben. Das habe ich auch schon gemacht bei Grußkarten. Ja, das war's. Wie gesagt, ich wollte es nur mit euch geteilt haben. Vielleicht hat es euch gefallen. Würde mich über einen Daumen freuen. Wenn er mir zeigt, dass es euch gefallen hat, dass er euch freut, mal wieder ein Video gesehen zu haben. Ich danke euch, dass ihr trotzdem alle auf meinem Kanal geblieben seid und ja, obwohl auch nicht viel kommt. Aber wer Lust hat, einfach mal auf so ein Wichtel-Tutorial, wie gesagt, ich würde es probieren, wenn Interesse da ist. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass ich mal wieder mit ein paar Videos komme. Wenn ich jetzt eine Kamera finde, dann denke ich mal, wird sich auch alles ein bisschen normalisieren, dann werden auch wieder mehr Videos kommen, gerade jetzt bei den Temperaturen, bei der Jahreszeit, schnell dunkel, kalt, Regen. Also denke ich mal, ich mich öfters wieder am Basteltisch sitze. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und Grußknuddel, eure Schalli. Huhu, ich dachte, ich mache beide Hauls einmal zusammen. Wartet, ich mache mal Licht an, das ist voll duster.
Ja, schon besser. Ja, ich dachte, ich mache beide Hauls zusammen. Also einmal den Action-Haul, den habe ich ja wahrscheinlich schon reingeschnitten, wenn alles gut gegangen ist. Und dann habe ich ja nochmal bei Kreativ-Discounter bestellt. Und da zeige ich euch auch einmal, was ich bestellt habe. Und zwar, ich habe schon mal reingeschaut, habe ich mir diese wunderschönen Stempel bestellt von Viva Decor. Silikonstempel. Und zwar, jo, haben wir da so eine Winterlandschaft. Einmal hier so eine wunderschöne Borte. Ja, den hier finde ich richtig niedlich, den Schneemann. Warum die blau sind und die schwarz sind, weiß ich irgendwie nicht, aber ist so. Jo, also richtig schöne Motive für Weihnachtskärtchen habe ich mir bestellt. Dann habe ich mir Stempelkissen bestellt und zwar von Folia. Die sind nicht ganz so lange zum Benutzen. Aber ich finde die trotzdem nicht schlecht. Also ich habe ja auch noch eins von vorher, ein schwarzes. Und ja, das benutze ich immer noch. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ja, da habe ich hier einmal Basic-Farben und einmal Pastelltöne. Und die Pastelltöne finde ich richtig schön. Ja, da ich ja auch schwarzes Kraftpapier hatte, habe ich mich über den weißen oder grauen Stempelkissen gefreut. Weil damit lässt sich dann bestimmt auch was Schönes machen. Ja, und dann habe ich noch mal ein bisschen für meine Weihnachtsbasteleien bestellt. Und zwar so dieses Standard. Hier habe ich Eiskristallblau. Für euch sieht das jetzt ein bisschen weiß aus. Aber es ist wirklich Eiskristallblau. Dann habe ich Jade bestellt. Ich finde die Farbe so schön, wenn die gebacken ist. Ist die nochmal so intensiv. Dann habe ich einmal Pfirsich bestellt. Und da will ich ja alles meine Wichtelchen machen. Dann habe ich ganz viel Glitzerfarben. Hier habe ich nochmal Rosenquarz bestellt. Die war bei mir nämlich schon fest. Die habe ich jetzt weggeschmissen. Glittergold. Glitterrot. Glitterweiß. Alles für meine Wichtel zu machen. Und noch einmal Hautfarbe. Ja, ist nicht viel. Und dann habe ich noch von meiner Oma mitgenommen, einmal hier so eine Mullbinde, weil wenn ich das so ein bisschen auseinanderziehe oder versuche, den Stoff so ein bisschen zu weiten, dann will ich damit Stoffabdrücke machen in den Mitzen von den Wichteln. Aber da muss ich erst mal gucken, wie ich das mache und ob mir das denn das Endergebnis auch so gefällt. Dann werde ich mir ein bisschen ziehen, ein bisschen hin und her biegen, damit er so ein bisschen größer gewebter ist. Und dann werde ich die Fimo-Mützen damit rollen. Ja. Ja. Der ist nämlich schon alt. Der liegt schon lange bei meiner Omi rum. Und deswegen durfte ich den mitnehmen. Der ist auch unbenutzt. Nur halt schon etwas älter. Ja, das war es auch schon mit meinem Kreativ-Haul. Ich finde, es reicht. Also ich bestelle eh immer nur noch das, was ich auch gebrauchen kann und möchte. Ich werde jetzt nochmal bei Ideen mit Herz bestellen, da werde ich dann nochmal ein extra separates Video zu machen, weil ich die Holz jetzt hochladen möchte. Ja, und da werde ich mir nämlich noch ein paar Stanzen und ein paar Stempel, also Stempel nicht bei Kreativ oder Ideen mit Herz, so. Da haben sie nicht ganz so viele Stempel und bei Kreativ Discounter sind die Stempel doch ein bisschen teuer. Ich weiß gar nicht, ich kann euch ja mal die Preise ganz schnell sagen. Oder ich schreibe sie einfach hin. Ich werde die Preise wieder hier irgendwo hinschreiben, in der Ecke oben und so. Wie beim Action Haul auch. Ja, wie gesagt, das war's. Ich wollte es euch nur zeigen, was ich so Schönes geshoppt habe. Wie gesagt, ich freue mich ganz doll auf mein Wichtelbasteln, wo ich mir die schönen Fimo-Farben gekauft habe. Und ja, ich habe wieder richtig Lust. Und ich hoffe auch, dass ich wieder ein bisschen länger dranbleibe. Und wenn ihr zu dem Wichtel ein Tutorial sehen wollt, dann schreibt mir es einfach in den Kommentaren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Großknuddel, eure Schalli.